Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play DayZ. Hallöle. Ja, der Dominik klettert, wollte ich gerade sagen. Der Dominik tut sich da gerade wegbewegen. Ja, wir sind hier immer noch in Ja, gut, gute Frage. Svetlojarsk. In diesem schönen Dorf. In diesem schönen Dorf. Und da rastet schon direkt ein Zombie irgendwo aus. Top Begrüßung. Hallo. Ich muss mal ein bisschen. Ach, scheiße! Ich hab mir doch extra eine Dingskarte bestellt, eine Soundkarte, und ich habe die immer noch nicht eingebaut. Ich Ach weiß jetzt ja. nicht, ob das Faulheit ist oder einfach nur vergesslich. Also ich habe heute Morgen noch dran gedacht. Und dann, jetzt sehe ich halt, jetzt spielen wir halt gerade DayZ und jetzt fällt mir, ach scheiße, du wolltest die ja noch einbauen. Aber da war ich halt Videos am Rendern und so, und da wollte ich dann, also ich wollte die einbauen, wenn der PC aus ist. Ja. Tja, das hat ja dann mal nicht funktioniert, ne? Dann müssen wir morgen nochmal aufnehmen oder heute Abend. Ja. Ja, eigentlich habe ich keine Ja Lust. doch, Lust schon, Zeit habe ich auch. Ja, also. Passt schon. Wo bist denn du Ich eigentlich? bin einen Stockwerk nach unten gegangen. Ach, du Arsch, ey. Nur um dann die geilen Sachen abzugreifen, ne? Ja, eigentlich wollte ich jetzt hier mal die Kiwi fressen, aber es macht er nicht. Ich habe eine Paprika mitgenommen. Außerdem ist mein Bildschirm immer noch total unschön. Der frisst die Kiwi nicht. Ich fasse es nicht. Darf ich die Paprika essen? Ja, mach nur. Ach, apropos krank sein, ich habe hier noch Vitaminpillen, die könntest du vielleicht Ja, einwerfen. bitte. Ich habe auch noch Reis, ne? Die liegen da. 80%. Da. Da ist nichts drin. Wieder ist nichts drin. Das ist 0%. Okay, ich habe hier noch eine Und Schachtel von Dings, ja, da 0%. ist auch 0%. Gut, ich hatte ja aber letztens das Problem, dass ich in mein Inventar nichts mehr reinbekommen habe. Ich fress mal ein bisschen Reis. So, ich werf mal die Kiwi weg. So. Kiwi nehmen. Der will die nicht essen. Der will die nicht essen. Da hast du eine Kiwi. Die schenke ich dir. Ich habe einen Zombie gehört schon wieder. Ich höre den relativ laut. Mein Kerl will nichts essen. Das geht doch nicht. Warum denn Der nicht? will nichts essen, er will auch nichts trinken. Ja, dann geh mal raus und komm mal wieder rein, oder? Ist vielleicht besser, ja. Ich bin gleich wieder da. Ja. Ich pack mal gerade meine Axt hier aus, nicht, dass der Zombie hier auf einmal reinschleicht. Ist ja noch die Alpha, ne? Ja. Aber ich hatte nur die Auswahl zwischen. Oh, jetzt. Das war die Schnetzelbude, ne? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Kann man das irgendwo lesen? Ja, du bist auf dem Server drauf. Ich hatte zwar die Auswahl, wenn ich Rechtsklick gemacht habe, dass er das Ganze sich angeguckt hat, aber essen wollte das nicht. Ich stelle mir das gerade so im echten Leben vor. Du kommst da irgendwo vorbei, durch eine Ruine, läufst an der Tür vorbei und da steht einer im Raum, hat die Kiwi in der Hand, so wie bei Hamlet. Essen oder nicht essen? Ich guck's mir einfach nochmal an. Genau. Ich bin ja nicht gerade hier so halb am Verrecken oder so, aber ich gucke mir einfach mal die Kiwi an. Das ist eine schöne Kiwi. Wow! Gott, du Hallo. bist gerade vor mir aufgeploppt, ey. Ich kann das halt. So, jetzt gucken wir nochmal. Ich habe hier nochmal Vitaminpillen. Warum habe ich zweimal Vitaminpillen? Weil die einen wahrscheinlich voll sind. Ne, die sind beide leer. Aha, jetzt kann er zumindest schon mal was trinken. Das ist ja ganz gut. Ich habe ein rotes Kettchen. Ich nicht. So, ich fress noch mal Reis. Willst du auch Reis haben? Ich Ich habe noch 60% gleich. würde gerne etwas davon nehmen, ja. Wenn noch was übrig ist, nehme ich das mit. So, ich bin. Warum bin ich? Ach so, Energy. Ja, okay. Habe ich auf den Boden geschmissen? Okay. Eat. Trinken. Habe ich da schon mal Dinger reingeschmissen? So, ich pack den Reis dann mal ein. Wenn er mich Was denn ist denn das da? das machen lassen Ah. würde. Warum kann ich den denn jetzt? Das ist schrecklich. Der will den nicht ins Inventar packen. Och, das Warum? Spiel ist so kaputt, echt.
So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Gib mir den Reis. Nee, er nimmt ihn nicht. Dann nehme ich jetzt einfach mal mein Gewehr. Ah, und jetzt hat er den Reis fallen lassen. Okay. Es ist ja schrecklich. Das ist komisch. Und der arme Peter verliert die Verbindung. Peter. So. Das ist so ein doofer Name, ey. Jetzt nichts gegen die Leute, die Peter heißen. Ihr könnt ja nichts dafür. Ich finde Julia ist auch nicht viel besser. Ich mag meinen Namen. Dominik. Ja. Mit C. Der birgt viele Gefahren, falsch geschrieben zu werden. Das ist richtig, aber... Hier liegt eine Knifte. Eine Piffpuff oder... SKS. Ach, ich habe eine Flinte. Und eine Spite und eine Kiwi. Die Spite nehme ich mir mal mit. Hungrig. Kiwi kannst du haben. Hungrig ist er jetzt nicht mehr unbedingt. Also ich bin noch, energized. Ich habe hier noch deinen Reis hier. Eat. Ich wollte ja schon die ganze Zeit eine Kiwi essen, ne? Ja. So, hier liegt eine UK Assault Vest Olive. Eine Assault Vest? Die mit 6 Slots. Constructed using heavy duty. This... Tja, dann nehme ich den doch mal mit, ne? Wer braucht schon eine Regenjacke? Zack, zack. Oder konnte man Hab den ich eine Regenjacke? Drüber Green ziehen? Raincoat, ja. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ne, drüber ziehen konnte man den nicht. Dann mache ich mich mal nackig. Das war ein bisschen gruselig. Wieso so ein Pedophiler? Ach, okay, ich kann. Es glitscht hier gerade bei mir ein bisschen rum. Ich kann. Wow, ich kann durch alle Räume gleichzeitig gucken. Geil! Du hast dein Holz da ausgezogen, oder? Ja. Es ist kaputt. Ah, jetzt. Nein. Was machst du denn da? Das Spiel ist kaputt. Wo guckst du denn hin? Auf dem Boden. Jetzt guckst du deinen... Ja. So, ich gehe einfach in die... Was ist mit dem Spiel hier kaputt? Ich muss aus dem Haus hier raus. Ich habe den Holster ausgezogen. Ja, das ist richtig, weil man kann entweder diese Weste oder den Holster anziehen. Und da bleibe ich dann doch lieber bei meinem Holster. Pack dir doch deinen Holster in den Rucksack. Der nimmt doch, glaube ich, nur einen Platz weg. Es geht mir ja nicht um Holster, es geht mir eigentlich um... Ach komm. Oh, Männer, ey. Ja, ist ja gut. Schlimm. Da packe ich halt die Pistole in die Tasche hier rein. Ist ja okay. So, und hier lag noch irgendwo ein Dings rum. Eine Maske. Nee, ein Dings halt. Ein Magazin. Was braucht die? Punkte. Ach, das ist perfekt. Das ist für meine Knifte hier. Ja, wunderbar. So, wir sind zu dritt auf dem Server. Jetzt muss ich die nur noch irgendwie nachladen. So, hat er jetzt das da reingepackt oder? Ja, hat er. Sehr schön. Wir sind zu dritt auf dem Server, das ist ja schön. Mhm. So, jetzt gehe ich hier mal wieder aus der Ego-Perspektive raus, bevor es hier total abfuckt. Oh mein Gott. Ich hab den Zombie erst gar nicht gesehen. Was, da steht ein Zombie im Haus? Oh, tatsächlich. Ja. Die bewegt. Die wehrt sich ja aber richtig gut. Ja, und irgendwie stirbt die nicht. Ja, du schlägst ja auch hier ins Knie rein. Nein, wow. Jetzt bewegt sie sich. Jetzt ist sie... Steht die bei dir im, also auf dem Boden oder? Im Boden. Im Boden, okay. Ach Mädel, hopp. Ich habe noch einen, glaube ich, gehört. Das könnte auch die gewesen sein, die hat sich ja jetzt... Wo ist sie denn jetzt? Ach, da ist sie. Was geht denn hier ab? Wow! Alter, wie schnell die ist! Ich gehe mal nach draußen, okay? Ich nehme die Tante mal mit. Oh mein Gott. Also, hier ist noch ein zweiter Zombie. Ich weiß nicht, ob die meine Spitzhacke so scheiße ist. Auf einmal kommt hier die Sonne. Nee, die Zombies haben extrem viel Widerstandskraft dazu gewonnen. Haben die den Server irgendwie auf Hardcore umgestellt? Kann das sein? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hält der jetzt schon ein paar Schläge aus hier.
Ach, scheiße, ich hab schon wieder rausgedingst. Ah, so. Mann. Jetzt ist er kaputt. Heißt, willst du auf einen anderen Server wechseln, oder? Nö, ich finde es okay. Wenn es nicht zu viele Zombies auf einmal sind, finde ich das okay. Gut, dann nehme ich mir mal da Detrit und Mehl hier. Ich will einmal so ein Held sein. Ich gehe derweil nochmal zurück in die Station und überprüfe die restlichen Räume. Ja. Es waren ja nicht mehr so viel. Es war ja eigentlich nur noch die Zelle. Ja. Punkt. Ah, ne. Drei Räume sind es insgesamt. Ach, da liegt was zu essen. Was hast du? Eine Rotten Orange. Hm. Was du machen kannst, ist in die Ego-Perspektive wechseln und dann versuchen, auf den Kopf zu schlagen. Oder an sich versuchen, auf den Kopf zu schlagen. Das ist meistens sinnvoller. Ich habe echt mehr Probleme zu treffen in der Ego-Perspektive. Wirklich? Ja. Dann laufe ich lieber in Third Person. Da treffe ich die wenigstens überhaupt. Eigentlich muss doch so eine Spitzaxt besser sein als eine normale Axt, oder nicht? Weil die haut sich ja richtig in den Körper rein, da kannst du die noch mit rumreißen. Also ich möchte da jetzt keine Spekulationen aufstellen, welche Axt wirkungsvoller ist, ne? Also wenn ich eine Axt im Kopf habe, egal ob Spitzhacke oder nicht. Ja, ist eh aus. Das tut weh. So, und ich brauche mal irgendwas, damit meine Sicht hier mal wieder besser wird. Das ist ja katastrophal. Was haben wir denn hier Schönes liegen? Mützchen. Ja, vielleicht finden wir irgendwie Pillen oder sowas. Oh, hier ist ein Love, Livlu. Nur der Mann im Mond schaut zu. Wie heißt sich das Ding denn? Eine Lafette? Ein Bajonett. Ein Bajonett. Ein Bajonett? Oh. Brauchst du das? Oh, vielleicht passt ja auf meine Waffe. Mal sehen. Vielleicht Nö, passt nicht. Na gut, dann gucke ich mal, ob das bei mir auf meine Armbrust passt. Nee, leider nicht. Vielleicht passt ja auch meine Knifte? Nee, auch nicht. Dann bleibt's halt hier liegen. Ich stell mir das witzig vor, so ein Bajonett auf. Oh, eine Sonnenbrille. Bist du eine Sonnenbrille oder hast du Ich hab eine. Na gut. Was ist das da? Was ist denn hier los? Ken Tuna. Ohne Anzeige, schön. Habe ich die übersehen? Ja, anscheinend, ne? Irgendwie. Ach, ich war. Da war ein Raum, da war ich nicht drin. Warte mal. Ich schmeiß ihn nochmal raus. Siehst du da, wird dir da in dem Kästchen was angezeigt, wenn du hier vor dem Ding stehst? Stell dich mal davor. Ja. Da müsste ein leeres Kästchen sein. Ja. Wird angezeigt, Pristine und eine Rotten noch irgendwas. Ja, aber das Bildchen, kein Tuna ist da nicht, ne? So, ich hab's geöffnet. Jetzt haben wir es da. Ja, hätte ich auch machen können. Ich wollte nur wissen, ob das bei dir auch so buggy ist. Gut, dann esse ich das jetzt mal schnell. Ich kann das nicht aufnehmen. Bevor es kaputt geht. Irgendwie ist der Server kaputt. Ach. Was meinst du, sollen wir dann so langsam mal das machen, was auf unserer Liste steht? Jo, also wir wollten ja mal zuerst also Feuer machen, wenn wir die, die Zeit, also beziehungsweise die Sachen dafür haben. Feuerholz und also Streichhölzer habe ich. Mhm, dann brauchen wir also nur noch Holz. Sehe ich das richtig? Ja, Feuerholz. Ja, ich glaube, mit den Sticks kann man das nicht machen. Hm. Und dann wollten wir zum Airfield. Und dann in der Nähe vom Airfield gibt es irgendwie Shop und Feuerwehr und dann nach Krosnostarf. Oder ist Krosnos da? Keine Ahnung, da gibt es Polizei und einen Shop. Na denn? Ich folge dir. Mhm. Wie viele Leute sind wir? Ich glaube immer noch drei. Drei. So.